Es wird ein irres wissenschaftliches Ereignis. Bald schon werden wir das erste Abbild eines schwarzen Loches zu sehen bekommen. Bisher war dies nicht möglich. Zu viele Schwierigkeiten gibt es, ein echtes Bild zu machen. Aber Forschungsteams haben das größte Radioteleskop der Welt zusammengebaut und im April dieses Foto gemacht. Doch erst jetzt kann es berechnet werden und da laufen die Großrechner auf Hochtouren. Auf WhatsApp haben viele nach dem Stand der Dinge gefragt. Hier ist er bei Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, Wahnsinn, so ein schwarzes Loch und eigentlich nichts Besonderes. Es scheint unglaubliche Mengen davon zu geben, was auch nicht verwundert, denn eine grundlegende Eigenschaft eines schwarzen Loches hat quasi jeder Gegenstand, sogar ein Atom, den Schwarzschildradius. 1916 kam der deutsche Astronom Karl Schwarzschild auf die Idee, dass es bei jeder Masse einen kugelförmigen Horizont geben müsse, bei dem die Gravitation so groß ist, dass nichts mehr aus dieser Kugel entweichen kann. Bei allem, was wir sehen können, ist dieser Radius so klein, dass die Außengrenze dieses Radius, das ist der Ereignishorizont, so klein ist, dass sich eben die Materie außerhalb dieses Horizonts befindet und damit sichtbar ist. Bei der Sonne beträgt dieser Schwarzschildradius beispielsweise 3 Kilometer. Sie hat eine Masse von 2 Quintillionen Kilogramm, da ist er genau so groß. Würde also die Masse der Sonne auf eine Größe unter diesem Radius zusammenstürzen, dann würde ein mini-schwarzes Loch entstehen. Das geht aber nicht, da ihr Eigengewicht nicht groß genug ist, um die Kräfte, die gegen die Gravitation wirken, zu überwinden. Bei Sternen, die aber deutlich schwerer als die Sonne sind, passiert das. Wenn am Ende die Fusion zum Erliegen kommt und sie als Supernova explodieren und dann mehr als die dreifache Sonnenmasse übrig bleibt, dann ist deren Gewicht so stark, dass sie zu einem schwarzen Loch zusammenstürzen. Man kann sich das so vorstellen, dass die Gravitation so stark ist, dass auf unserer Erde zum Beispiel übertragen Berge in sich zusammenstürzen, wir selber, wir Menschen in die Erde gesogen werden und es immer und immer dichter wird und dadurch die Kräfte noch stärker werden, weil sich die Masse auf eine noch kleinere Kugel verdichtet und am Schluss Forschungsteams weltweit vermuten einen unendlich kleinen Punkt im Zentrum eines schwarzen Loches. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Bisher konnten wir schwarze Löcher nur messen. Um sie herum kreist die Materie und wird heiß, bevor sie in das schwarze Loch stürzt. Diese heiße Strahlung können wir messen und so wissen wir, wo schwarze Löcher sind. Und was absolut irre ist, wahrscheinlich gibt es auch im Zentrum von Galaxien und wahrscheinlich sogar in allen Galaxien so ein schwarzes Loch. Nur ist es riesig, absolut gigantisch und enthält die Masse von Millionen Sonnen oder Milliarden. Ein supermassereiches schwarzes Loch. Im Zentrum unserer Milchstraße, da haben wir ein solches schwarzes Loch gefunden. Um das Zentrum unserer Milchstraße rasen nämlich Sterne mit einem Affenzahn. Der schnellste Stern mit einem Tempo von 18 Millionen Kilometern pro Stunde alle 15 Jahre hat er die Runde um Sagittarius A Stern gemacht. So wurde das schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxie nämlich benannt. Aus diesen Daten wissen wir übrigens, also aus der Entfernung und der Geschwindigkeit, ziemlich genau, wie groß das schwarze Loch ist. 4 Millionen Sonnenmassen hat es und einen Schwarzschildradius von 12 Millionen Kilometern. Wir hier in unserem Sonnensystem haben übrigens einen sicheren Abstand von 26.000 Lichtjahren zum Zentrum. Da sind wir einigermaßen sicher. Also das ist wirklich extrem weit entfernt. Aber ein Foto von diesem schwarzen Loch, das können wir wegen dieser großen Entfernung einfach nicht machen. Es hat die Größe eines Tennisballs auf dem Mond im Vergleich. Und nicht nur, dass es so klein ist, es ist auch so viel im Weg, dass es einfach nicht sichtbar ist. Da sind Nebel aus Gas und aus Staub, die einfach die Sicht verwehren. Was also tun? Eigentlich ist es einfach, aber dann auch wieder kompliziert. Elektromagnetische Wellen mit langen Wellenlängen, die durchdringen diese Nebel. Aber, und jetzt kommt der Haken, die sind so langwellig, dass ein Bild davon nur sehr unscharf werden würde. Aber die Forschungsteams waren erfinderisch. Was wäre, wenn wir zu einem ganz viele Radioteleskope zusammenschalten würden? Und was wäre, wenn wir sie einige Tage auf das schwarze Loch richten? Ersteres würde das Bild deutlich schärfer machen und durch die Dauer der Messung, also diese mehreren Tage, würden wir viel mehr Daten bekommen. Gesagt, getan, im April machte das Event Horizon Teleskop diese spektakuläre Aufnahme. Zahlreiche Radioteleskope rund um die Erde wurden zusammengeschaltet und richteten sich zeitlich 10 Tage lang auf Sagittarius A Stern aus. Und jetzt soll schon bald das Bild vorliegen. Es wird der Hammer, zumindest dass wir es sehen, denn aufgrund der Erdrotation, der langen Aufnahme,
habe, wird es wahrscheinlich so wie eine Langzeitbelichtung mit entsprechenden Schlieren und so weiter. Ja, wie vielleicht dieses Bild aussehen. Vielleicht können nur Wissenschaftlerinnen etwas damit anfangen. Vielleicht wird es aber auch spektakulär. Die letzten Daten zur Berechnung sind aus der Antarktis vom dortigen Südpolteleskop am 13. Dezember 2017 zum MIT Haystack Observatory Rechenzentrum in den USA ausgeflogen worden und werden jetzt berechnet. Mitbeteiligt an den Berechnungen ist das Rechenzentrum am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Es wird sehr, sehr spannend, was wir sehen werden. In diesem Gebiet ist die Raumzeit nämlich unglaublich gekrümmt. Es könnte also sehr seltsam aussehen. Aber, und das ist unglaublich spannend, wir werden hinter das Schwarze Loch sehen können, denn es ist eine Gravitationslinse und wird uns unsere Galaxie, also die Teile unserer Galaxie, hinter ihm zeigen. Wahnsinn. Ich bin wahnsinnig gespannt. Meine Frage an euch, soll ich dann einen Livestream zum Thema machen, also wie letztlich zum Start der Falcon Heavy? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr dann diesen Livestream nicht verpassen wollt und meine anderen Videos zu allen anderen Themen, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video, eben vorab, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und mir Themen vorschlagen oder andere Vorschläge machen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der... Genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Mysteriöses schwarzes Loch wirft Theorie über schwarze Löcher um. Sehr, sehr spannend. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.